Hallo, mein Name ist Desiree Biel und ich bin wissenschaftliche Referentin an der Villa Vigoni. Heute möchte ich kurz meinen Aufsatz für das Buch Stati Uniti in Europa vorstellen, in dem ich über Securitization in der Europäischen Union spreche. Der Artikel heißt Europe Staying Safe Together for Common Security Framework Beyond Terrorism. Dabei beschäftige ich mich mit meinem Argument anhand von drei Themenfeldern. Ich erkläre, wie Securitization, also das Agenda-Setting von Politikbereichen, die besonders geschützt werden sollen, anhand von Terrorismus bisher gut funktioniert haben und nehme zwei neue Beispiele hinzu, einmal den Klimawandel und die aktuelle Pandemie. Das sind beides Bereiche, in denen meiner Meinung nach die Europäische Union noch nachrüsten müsste und sich ein gutes Beispiel an den erfolgreichen Mechanismen zur Sicherung der Bürgerinnen und Bürger der EU nehmen könnte. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie mein Argument so verläuft und was für Beispiele ich bringe, könnt ihr euch gerne das Buch holen und mehr Informationen dazu findet ihr auf der Seite der Villa Vigoni.